Sena Hocam, ich bin zwar gesund, aber es fällt mir echt sehr schwer, auf der Arbeit zu fasten. Könnte ich stattdessen die Fidya entrichten? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nein, denn Fidya entrichten nur sehr alte und unheilbar kranke Menschen, die nicht in der Lage sind zu fasten. Im Koran heißt es, wenn aber einer unter euch krank ist oder auf Reisen, der faste die gleiche Anzahl von anderen Tagen. Und diejenigen, die es nicht vermögen und nicht fasten, sollen zur Sühne einen Armen speisen. Die Fidya-Möglichkeit besteht nicht für Menschen, die nicht fasten, obwohl sie eigentlich dazu in der Lage wären. Ebenso auch nicht für die Personen, die vorübergehend nicht fasten können. Personen, die ohne einen triftigen Grund nicht fasten, müssen die Fastentage nachfasten und Allah um Vergebung bitten. Möge Allah uns vor jeglichen Fehlern bewahren und unser Fasten annehmen. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.